Ja, und wir fragt euch bestimmt ja, nee, oder fragt euch auch nicht, je nachdem, wir hatten die letzte Folge, die ich vielleicht hochlade, vielleicht auch nicht, ich weiß es mich noch nicht Ja. genau, war die reinste Katastrophenfolge und da kommen auch schon Also Leute, da ist halt nichts weil wir passiert, was gesucht nichts. haben und sind komplett wirrlos durch die Insel gelaufen, obwohl wir eine Karte hatten und wussten echt nicht, wo wir Wirrlose? lang sind. Verwirrt so. Also es war echt schlimm. Und ja, vielleicht lade ich sie hoch und die gleich hinterher, weil es sonst eine Schande wäre, wenn ihr da 20, 30 Minuten lang gucken müsst. Rumsen die schon wieder irgendwas bei uns? Ja, mach mal auf. Die hauen sich selber. Die hauen sich Nein. selber. Ja, und unser Haus. Boah, wie böse ist er denn? Hey, ich komme nicht raus. Weil er da forscht bestimmt. Nee, weil ich also nicht die Tür zugemacht habe. Wow. Bei mir ist es ja immer so verpackt, ey, wenn ich angegriffen werde. So, zwei brennen bei mir. Wie gesagt, wenn es nicht mehr geht, komm am besten schnell rein dann. Wow. Hier erstmal kurz rein, weil ich muss mein Ding jetzt Ich hier. auch. Zwei hatten gebrannt bei Ja, mir. aber da laufen definitiv einer von deinen gebrannten läuft noch. Der sah nämlich gerade sehr verbrannt aus, aber ich habe gesehen, dass er rumläuft. Oh, der ist hier drinnen bei uns. Sehr schön. Was auch sonst. Ja, einer ist tot, ich gehe nochmal raus gucken. Ist immer schön, dass das auch repariert wieder. Oh, das Geräusch, ey, bei dir. Sehr Ach ekelhaft. du Scheiße. Was denn jetzt? David, Hilfe? Bist du irgendwie in Ne, der Nähe? komm mal rein. Ich komme. Mach auf! Ist schon. Mach mal kurz zu. Ich habe zugemacht gerade, nicht, dass du dich wunderst. Ja, ich bin drin draußen. Wie, du bist draußen? Ich hänge in der Tür fest. Geht's jetzt? David, du haust die Tür kaputt. Ne, dann lass mich doch mal rein und geh weg. Ach du Scheiße, ey, was geht denn hier gerade ab? Ich habe gerade voll die Frame-Einbrüche und da ist einer drinne. Wow! Ich mach halt wieder mal alles ganz, ich versuch's zumindest. Das Bei mir hapert es auch sowas von schlimm. sind ja zu viele. Ja. Nee, halt so rum. Ich hoffe jetzt mal, dass das grob war. Ich wollte eigentlich, Nein, da dass es rennen immer noch leiser wird. welche Immer rum. noch, immer noch, immer noch. Es Ich soll doch repariere hell gerade mal werden. unser Haus. Ich habe nämlich fast alles kaputt Okay, ich gemacht. guck mal, ob ich sie kriege. Ich gehe nochmal raus. Warte, ich will nur kurz meine Axt ausrüsten. Oh, Scheiße. Das Geräusch gefällt mir aber gar Einer pennt nochmal. Ich gehe wieder rein. nicht. Hier bei mir hängt sie, hinter der Tür hängt jemand. Ich bin da. Ah, ich sehe es, ich muss mal da reparieren. Ich bin echt mal gespannt, wie oft man sowas reparieren kann, bis es wirklich komplett Scheiße, kaputt mir ist. backt das gerade. Ich kann nicht gegen die kämpfen, Ja, dann weil komm es bei mir rein. so backt. Der eine brennt jetzt auch gerade hier draußen. Gut, der eine zu Hause ist auch tot. Ich gehe auch jetzt raus. Jedes Mal, wenn ich versuche, gegen die zu kämpfen, wird es noch schlimmer. Gut, der brennt auch. Schnell wieder rein. Okay, einer ist noch da. Den hole ich jetzt mit der Axt hier Ich höre schnell noch mehr. anzünden. Jetzt kommen auch viele, ey. Also ich gehe mal schnell hier vorne raus. Okay, wollte ich auch gerade raus. Gut, der rennt gerade weg. Sie rennt weg, die sind sie zu zweit. Ach, da drüben sehe ich eine. Sie kommt wieder. Gut, sie pennt. Hast du sie? Ja, ich warte, falls sie wieder anfängt. Ich hau den immer mehrmals drauf jetzt. Gut, sie ist weg. Mann, oh Mann, das war ja wieder was. Heftig. Für den Fall der Fälle, dass wir die eine Folge hochgeladen haben, da war es voll gechillt. Ehrlich. Ich leg die mal alle Ich auf den möchte jetzt nicht Haufen die jetzt ganzen hier. Toten wieder bei uns im Haus haben. Ja, es wird wenigstens hell, wir wollten ja dann los. Ach hier, ich Nur wollte eine noch die Schildkröte mitnehmen. blöde Axt suchen. Wenn wir sie nicht finden, das ist halt auch so. Dann probieren wir es ohne die. Genau, das war unser Plan. Wir wollen nämlich die Climbing Eggs suchen. Also wie gesagt, in der letzten Folge wollten wir das eigentlich machen, aber ja, wir sind ja ziemlich bitter, was wir hier gemacht haben.
So, dann wollen wir Ja, schnell essen ich und weiß nicht, falls trinken. wir sie nicht hochgeladen haben. Wir sind halt einfach nur durch die Gegend gelatscht. Wir haben versucht, die eine Stelle zu finden. Ich habe mich gleich rausgenommen, weil ich einfach null Orientierung habe bei dem Spiel. Ich speichere David nochmal hat so ein schnell. bisschen die Führung übernommen und hat uns im Kreis geführt, sagen Ich war der beste Führer ever. wir Hat mal so. 20 Euro gekostet. Reiseführer für die Forschungsinsel. Herzlich willkommen. Schauen Sie links, sehen Sie Strand. Schauen Sie rechts, sehen Sie auch Strand. Toll, wa? So, die müssen wir mal wieder ein bisschen ausrüsten hier, damit wir dann losziehen können jetzt. Ja. Nee, hä? Einfach nur so. Sein, du willst sie tarn machen, dann musst du mit reinmachen. So, jetzt Blätter. nochmal. Das habe ich, meine Pfeile sind alle noch ein bisschen eingeölt. Weißt jetzt, wo es lang geht. Jo, wir gehen hier hinten schon mal lang. Da können wir noch ein bisschen Buße uns holen. Aber lauf jetzt nicht wieder den übelsten Umweg. Und wir reden jetzt mal über irgendwas, während wir hier So, laufen. wir hatten Sonst letzte wird das nämlich Folge, genau die ich lade gleiche sie hoch, komm, wir hatten so ein Scheißfolge. schönes Gespräch gehabt. Letzte Folge war hier, warum Warum wir so das Stadtfest heißt. und so weiter. Jetzt meine Frage, jetzt liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück. Wir laden eine Forest immer alle 2 Tage hoch, weil wir es einfach nicht schaffen, so weit vorzuproduzieren. Und das Folgende, wie seht ihr eigentlich zum Beispiel, es gibt ja klar Mama-Tag und den Papa-Tag, Vater-Mutter-Tag, je nachdem. Mom-Dad-Day. Wie steht ihr eigentlich zu dem Bereich Vatertag? Und Muttertag weiß man nochmal, oh, für die Mütter und alles so schön und die gehen weg mit den Kindern meistens, ne? Ist das so? Ja, der kommt allein dazu, nicht nur, wie steht ihr dazu, sondern vornherein muss man ja Zu welcher sagen, Gruppe gehört ihr? der Tag, es gibt ja sozusagen Vatertag, Männertag, aber auf diesen Tag, auf den das fällt, ist ja Christi Himmelfahrt. Nur mal so nebenbei, ich habe, weil das wissen ganz viele irgendwie nicht, habe ich immer das Gefühl, für fast alle ist das Vatertag oder Bollerwagen. Männertag, genau. Und dass das ganz rein zufällig, ist ja kein Zufall, dass der Tag auf Christi Himmelfahrt auf den Feiertag fällt. Also erstmal, zu welcher Kategorie gehört ihr? Sagt ihr, es ist Christi Himmelfahrt und da ist dann halt auch Vatertag? Oder seid ihr diejenigen, die sagt, nee, Männertag? Männertag am besten hier Sauftour? Ja, ich finde es halt, das finde ich halt, wie gesagt, ich sage jetzt mal meine Meinung, wie gesagt, ich finde das traurig, dass man halt, ich habe früher das nie gefeiert, war für mich halt einfach, brauchte ich nicht, wollte ich nicht, so. Ich finde es halt traurig, dass man schon mit 13, 14 Jahren sagt, ich feiere jetzt Männertag. So ungefähr. Ja, basteln sich da Bollerwagen zusammen mit ein paar, mit der Anlage drauf und ein paar Bierkästen. Ziehen umher, besaufen sich schön und feiern halt, dass sie Männer sind. Wo ich denke, ihr seid doch keine Männer, ihr habt nicht mal ein Haar am Sack. So. David. Sorry, dass ich das jetzt gesagt habe, aber jetzt ist so, das Nein, nervt es mich dann ist ja einfach. wirklich so, weil, also ich persönlich gehöre auch zu der Kategorie, für mich ist das kein Männertag, für mich ist das Vatertag. Also das kenne ich aber auch so aus der Familie. Da hat keiner Männertag gefeiert. Also da gab es das nicht, dass sich da irgendwelche Männer zusammengetan haben und hier Saufkolonnen oder sonst irgendwas gebildet haben, sondern es war Vatertag. Und dann macht man auch was mit seinen Kindern. Man Genau, macht vielleicht auch ein bisschen was für das sich, war halt aber die das ist. Ehrung dem Vater gegenüber, wo dann die Kinder was für ihre Väter oder also ne, wir für unseren Vater gemacht haben. Die Mütter anfänglich waren ja auch mal so ein bisschen damit dran beteiligt, weil wenn die Kinder noch relativ klein sind, so wie jetzt bei uns, du hast ja auch was von unserem Sohn zum Vatertag geschenkt gekriegt, der 5 Monate alt ist. Genau, also ich, das erste Mal, dass wir eigentlich Vater-Muttertag gefeiert haben. Davon So, sind ein paar also böse. dafür, das ist dann so mehr meine Richtung. Ich sage, es ist Vatertag Sind wir und vier? kein Männertag. Ich kann irgendwo für mich noch verstehen, wenn, aber es müssen für mich gestandene Männer sein. Also Noch das mit zählt für Bart und mich Holz kein verleimt. 15-Jähriger und ich finde auch nicht unbedingt so 20-Jährige. Ich hätte so langsam vor uns rumlaufen. Also für mich ist das irgendwie so, ey, wenn die so Mitte 30 oder 40 aufwärts sind und dann sagen, okay, sie treffen sich mit ein paar Männern zusammen und grillen oder so, ja? Und einfach mal einen Tag, an den sie mal nur so an sich denken und sich's gut gehen lassen und dann natürlich vielleicht auch mal ein Bierchen trinken. Ich weiß, das gehört halt, da kommen noch mehr. Oh. Da vorne. Ja, wir müssen geradeaus gehen. Hauen die sich jetzt gegenseitig? Ach du Scheiße, wie viel sind das denn? Und dann halt Kommen die uns eben, entgegen? ja, Okay, wir kommen bleiben sie. mal Richtung Wasser. Falls die kommen, können wir ins Wasser hüpfen. Und dann eben, man sagt, okay, keine Ahnung, grillen und sowas und man feiert. Was, du hast gerade was auf die geworfen. Und dass sie dann nochmal ein Bierchen trinken, ist auch in Ordnung. Also David und ich, Hallo, wo sitzt der hin? wir trinken ja keinen Alkohol. Also demnach würde das für uns eh nie in Frage kommen. Ne?
Aber wenn jetzt welche sagen, so wirklich erwachsene Männer, wir machen sowas mal, dann finde ich das auch noch in Ordnung. Also was ich persönlich nur nicht abkann, sind diese Saufkullern. Wenn ihr sich dann zusammensetzt, am besten noch einen Bollerwagen, weißt du, wo schön die Bierkisten drinne sind und schon früh morgens und dann gib ihn. Und das Schlimme, wie du es schon gesagt hast, finde ich, dass es meistens diejenigen sind, die wollen mal Männer werden, die dann losziehen und Männertag feiern. Das sind irgendwelche Teenies oder Pubertierenden oder hier so 20-Jährige oder so, die dann denken, boah, ey. Mir in das Boot reingucken. Wo ich sage, die meisten Jetzt. haben vielleicht noch nicht wirklich viel, Die weiß ich gehen hier nicht, geradeaus durch. Männliches getan oder irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, das, die fahren halt einen Tag, die Ja. sollten noch Kindertag feiern. Aber Also auf die der anderen Kleineren, die Seite immer muss ich jetzt mal anfangen mit dem sagen, Scheiß. klar, es gibt, da ist es ja, fällt ja Christi Himmelfahrt und dann darauf ja Männer- und Vatertag zusammen. Es gibt hier bei den Frauen, ist es ja anders. Es gibt ja den Weltfrauentag und es gibt den Muttertag. Aber keine Frau würde den Frauentag so feiern, wie es Noch. manche Männer machen. Los, lasst uns Prosecco auf unseren Schubkant. Ja, das ist Ja, doch aber so. Keine Frau es ist lässt sich an schlimm. diesem Tag so feiern oder würde sich so feiern lassen und möchte das machen oder sowas. Bei den meisten geht das sowieso unter. Ganz wenig wissen, dass überhaupt Frauentag ist oder so. Ich persönlich muss auch sagen, habe ich auch nie gefeiert und würde ich auch nicht feiern, weil für mich ist es keine Kunst, eine Frau zu sein. Man merkt es auch in den Medien. Mama-Tag wird immer schön, ne, Muttertag für nicht. Am Werbung 8. so, Mai ist das, ne, Muttertag so, oder irgendwie sowas dieses Jahr Muttertag oder wieder. Blumenläden, so. Aber ich habe noch nie irgendwo in der Werbung gesehen, yo, Vatertag. Manchmal einfach, oft, also manchmal sehe ich halt schon mal, dass man sagt, okay, das ist pa eine Papa-Tag oder Ja. Vatertag. Das ja. Aber ich habe noch nie, yo, Männertag. Das hörst du im Radio. Im Radio, die sagen das. Ja, die ziehen es mit dem Bollerwagen wieder los Ganz, und ganz aber genau. Da naja, fangen sie ey. nicht mit sowas an im Radio. So, wenn wir Aber gerade ausgehen, ich dürfen muss wir ja da wirklich sein. sagen, ich finde, es ist keine Oh. Kunst, ein Mann oder eine Frau zu Wir haben sein. uns gesehen. Hä, wo siehst du Da denn? Ach, da rechts. unten. Ich mach schon mal die Axt an. Weil wir wurden so geboren. Ja, wir wurden entweder als Mann oder als Frau geboren und das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, hier, das ist ein Verdienst, dass man sich dafür feiern lässt, dass man Mann oder Frau ist. Ich finde, es ist was anderes, wenn man Mutter oder Vater ist. Weil das ist noch tatsächlich was, Meine Axt ist meine aus. auch. Das ist halt noch tatsächlich irgendwie was, das ist eine Art Leistung. Erstmal musstest du tatsächlich was dafür tun, um Mutter oder Vater zu werden. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, Halt tot. der Entstehungsprozess von einem Kind, das mag mit Verfügung zusammenhängen, ne? Aber trotz alledem musste man Gut, etwas sehr gut. tun, um Mutter oder Vater zu. Du hörst mir null zu. Doch, ich höre dir zu, alles super. Nee, es ist schon richtig so. Und die kleinen 13-Jährigen haben das nicht gemacht? Ich rede da Dass gerade man davon. Nein, ich habe Vater gesagt. und Mutter wird, meine ich doch jetzt. Ja, Alles gut. dass man Frau- oder Männertag für mich nicht gefeiert gehört oder sowas, weil man dafür einfach nichts getan hat. Du bist entweder als Frau oder als Mann geboren. Aber als Mutter oder Vater wirst du nicht geboren. Das musst Genau. du machen. Du musst Mutter oder Vater werden. Und dann ist es ja nicht nur die Mit Tatsache, allem, was dazugehört. ja, es ist nicht nur die Tatsache, dass du erstmal ein Kind haben musst, sondern da gehört ja auch noch einiges dazu. Und selbst wenn es bei uns, wir sind jetzt seit knapp 6 Monaten zwar nur Eltern, aber trotz alledem ist das einiges, was du halt für so ein Kind machst. Und das finde ich auch in Ordnung, dass man da so, klar, in der ersten Kind Zeit herum. jetzt bei uns ist es mehr eine Wertschätzung meinerseits an dich. Weil Ja klar, aber das unser Kind Kind kann ja ist noch nichts 5,5 Monate machen. alt. Was soll er da großartig machen, außer uns angrinsen und sich über uns freuen, wenn wir ihn füttern oder Ja. sowas? Er ist ja total glücklich und strahlt. Das ist natürlich auch schon was Schönes. Aber Und ich habe trotzdem, was gebastelt. ja, trotz alledem ist es erstmal eine Wertschätzung an den Partner. Dafür, dass du, weiß ich nicht, Ein guter toller Papa Vater und oder eine tolle gute Mama Mutter bist. bist, genau. Genau. Dass du dich gut um dein Kind kümmerst. Und später ist es ja dann die Wertschätzung des Kindes an die Eltern. Und das finde ich auch tatsächlich. Was Ist denn das Loch hier? Scheiße. Nee, nee, wir gehen weiter. Wir gehen einmal ums Loch drum. Wir müssen weiter dahin. Nee, warte mal. Aber wie gesagt, Lass es mal hier lang das finde ich gehen. tatsächlich in Ordnung. Also Mutter- oder Vatertag zu feiern, also in dem Sinne zu feiern, dass man was als Familie macht. Genau. Es gibt ja auch welche, das weiß ich auch, die sagen dann, ja, ich. Muttertag, ich feiere den alleine. Ich bin Mama und ich gehe jetzt weg und genieße den mal für mich.
Wobei ich halt wieder, ist jedem das seine, ne? Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt, der das in irgendeiner Art und Weise anders macht, als wir es machen oder als wir es denken. Aber für mich würde das gar nicht in Frage kommen, weil es ist Muttertag und der Tag ist ja, weil ich Mutter bin. Und dann möchte ich natürlich auch den Muttertag mit meinem Kind und meiner Familie verbringen. Also Boah, ist euch fast da reingefallen. so sehe ich das. Ja. Ich weiß auch, dass du das so siehst. Wir sind uns da so gemeinsame Meinung. Weil wir hatten es davon von dem Rumgeklingel eigentlich, da hatten wir drüber gesprochen und über das Fest. Weil jetzt hier bei uns so ein Stadtfest ist, was genau schön an dem verlängerten Wochenende hat natürlich prima gepasst. Ich habe das Gefühl, wir rennen wieder irgendwo nur durch die Walachei. Bist du dir ganz sicher, wo du lang musst? Weil wenn Das sah nein. vorher ganz anders aus hier die Ecke. Lass uns jetzt zum Schisslochhaus gehen. Weil Ist ja wenn nicht, lass uns unmöglich. einfach anhalten und nochmal kurz gucken in aller Ruhe, wo das ist oder so, Ja, wir gehen nochmal kurz da oben hin. bevor wir jetzt hier wieder stundenlang durch die Weltgeschichte rennen und eine zweite Folge haben, bei der wir sagen, nee, komm, wir laden den nicht hoch. Na, aber eigentlich hätte nach dem Container was ganz anderes kommen müssen. Die haben auch die Karte komplett umgebaut. Ja, der Kleine ist hier viel größer geworden. Ja, Mensch, die können doch nicht einfach die eine Ecke weg. Mann, ey, am Ende gibt's die gar nicht mehr hier. Ich gucke mir hier Wollte YouTube-Video ich an und gerade denke. sagen. Wir gehen jetzt hier oben hin. Ich kletter hoch, speichere nochmal schnell ab und dann. Ja, aber du willst doch nicht durch die Höhle durch. Nein. Ich will nochmal ganz kurz nach dem Eine Kleinbing. Fungi. Was? Fungi, Ja, dann aber schnell. Fungi. Du kannst nicht mehr. Ich kann noch was hinhängen hier an Essen. Nur zwei habe ich dabei. So, dann gehe ich mal schnell hier Ja, ich hoch. bin gerade überlegen, wenn du ins Loch willst, sollen wir dann das komplette Essen dahin hängen? Ja, Oder hängt schon hin. Das ich wird habe grüne sowieso Beine alles und ekelhaft. Arme. Ja, es wird alles ekelhaft, du sagst das. So, dann machen wir noch mal einen ganz kurzen Cut hier an dieser Stelle. Und sehen uns in der nächsten Folge. Und wirklich, Ach, ich gucke jetzt witzig. noch einmal, wenn ich aber der Meinung bin, das gibt's hier nicht mehr oder so, dann gehen wir gleich in die Höhle. Jo, dann gehen wir ins Loch. Also bis Oder wir dann. versuchen es.